Huch, so. Zurück zu Star Trek. Und der, wer ist Steuermann bei Dings? Chekov oder Sulu? Sulu, ne? Steuermann ist... Oh Gott, du oder fragst beide? Mich gerade, was ich sag. Was hat einer von beiden getrunken? Einer ist für die Phaser zuständig. Ja. Wer ist Phaser feuerbereit? Ich glaube, ich Sulu ist Phaser. Und ich Chekov. Weiß gar nicht. Ich weiß, oh Gott, dass man das vergisst hier als alter Trekkie, das ist echt peinlich. Egal, ich weiß auch wieder nicht, wohin wir hin müssen. Ich weiß nur, dass es jetzt irgendwie auf dem Planeten bestimmt geht, wie immer. Mhm. Und ich glaube, ich weiß, dass wir, glaube ich, zum Antares-Riss oder so mussten. Und es müsste, glaube ich, dieses rote Fleckchen gewesen sein. Wir haben ja auch gerade ein bisschen zielloses Umeinandergespiele hinter uns. Genau, ich fliege aber jetzt mal dahin. Mach mal im alter Tradition dran weiter. Das stimmt. Oh, es war sogar richtig. Ui, cool. Schick, schick. Wow. Geil. So, sieht bei mir aus wie eine Dia-Schuhe, aber... Echt? Mhm. Ach Mensch, weiß auch nicht, was das ist für ein Scheiß in letzter Zeit. So, Computerlogbuch der Enterprise. Sternzeit 6257,6. Oh, das ist aber weit zurück. Wir befinden uns im Antares-Riss und haben dort Raumverschiebungen entdeckt, die den Einsatz der Warp-Triebwerke äußerst gefährlich machen. Die Reparaturen der kleinen Schäden, die wir beim Eintritt in den Riss erlitten haben, sind fast beendet. Wir setzen unsere Untersuchungen mit den Impulstriebwerken fort. Wie heißen die immer Sol-Triebwerke auf Deutsch? Keine Ahnung. Quatsch, ey. Echt? So. Ah, Mister. Oh Gott, den muss ich ja machen, ne? Oh. Ja, das muss ich dir nämlich sprechen. Sol-Triebwerke, ich meine Holländer draus. Sol-Triebwerke sind dazu da, um benutzt zu werden. Gebt den. Nee, das war jetzt ein Franzose, aber egal. Das war alles Mögliche, aber kein Franzose und kein Holländer. Oh Gott. Was wohl die Triebwerke dazu sagen würden, wenn man diese benutzen würde? Einfach so. Die Sol-Triebwerke? Oh Gott, ich halte mich mit Ohren zu. Die Kommunikation ist wiederhergestellt, Captain! Sagen Sie beim Zahnarzt, Uhura, oder was? Hey, nein, beleidigen Sie mich nicht! Heute darfst du alle sprechen hier. Die Reflektoren auf 95% Energie. 93%. Nein, 95. Okay. Falsch, was heißt das? Sie hat so kleine Augen, kann ich richtig lesen. Weiter geht's. Cap, dieses Phänomen würde zweifellos viele der merkwürdigen Fälle von verschwundenen Raumschiffen in diesem Sektor erklären. Ah. Aber mit deaktivierten Sol-Triebwerken sind wir hier laut Computer sicher. Oh, ich habe mich geirrt. Oh, wirklich, siehst du? Oh. Total sicher hier, da ja. Blitzt schon und ja, brutzelt. Können wir ein paar Schnitzel rausschieben. Oh Gott. Die Kommunikationssysteme arbeiten schon wieder nicht, Cap. Das ist voll schlimm heute. Ist nirgendjemand verletzt? Das wäre ganz schlimm, wenn Scotty verletzt wäre. Der schmeißt den Laden hier, ja. Ich habe wieder Zombie-Sulu. Wäre ein Mensch, vielleicht wäre Mr. Spock stolz. Was? Wäre er ein Mensch? Ach so, weil es hingekriegt hat, oder was? Cap, was ich. Die Sensoren haben vor der Explosion keinerlei Warnmeldung gegeben. Ich nehme an, dass die Ursache dafür eine äußerst ungewöhnliche Unebenheit im Raumzeitkontinuum ist. Ach, damit kennen wir uns ja aus, ne? Ein Ort, an dem völlig andere physikalische Gesetze herrschen als bei uns. Wissen cool. Sie was? Ich gehe jetzt einsaufen. Ich auch gleich, warten Sie kurz. Ach, Mr. Sulu. Und da es sich um ein anderes Raumzeitverhältnis handelte, habe ich jetzt so viel Text. Ja. Konnten unsere Sensoren nichts Ungewöhnliches feststellen. Wissen Sie was? Außer, dass mein Gesicht irgendwie ein bisschen eingematscht aussieht. Aber das Chekov hier neben mir sieht auch nicht besser aus, von daher. Ja, aber Chekov hat schon den Wodka aufgemacht. Dafür rutscht sein Toupet. Und das könnte jederzeit ohne Vorwarnung wieder passieren. Siehst du? Ja. Aus dem hat dir jemand gefurzt. Und oh, was, ja. Was nun? Was muss ich jetzt tun? Ein schlechter Eindruck. Kann ich aufstehen? Oh, ich kann aufstehen. Ach, jetzt kann man sich im Schiff bewegen. Geil. Geil, das ist ja echt mal richtig innovativ. Hammerhart, ey. Ich rede mal mit Spock. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe nicht zugehört. Keine Antwort. Scotty, redest du mit mir wenigstens? Scotty, kann ich mal einen Zustandsbericht kriegen? Ich hasse das Wort kriegen, weißt du das? Kriegen, ja, das sagen wir. Bekommen heißt das. Oder das heißt ihr, ja, bekommen. Ja. Oh.
Sehr schlecht, Captain. Was auch immer die Enterprise getroffen hat, es schlug in unmittelbare Nähe ein. Der Schaden am Rumpf ist etwa 6 Meter von der Brücke entfernt entstanden. Aha. Unsere Instrumente gelangen auf keinen Fall darüber hinaus. Mit diesen Steuerungen da kann ich keine Werte empfangen oder aussenden. Wir müssen eine Sternenbasis ansteuern, um die Brücke wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Na, und jetzt geben Sie mir mal endlich meinen schönen schottischen Dialekt zurück. Und Scotty, was ist mit der Hilfssteuerung? Ich kann nur bis zu dem Ort vordringen, an dem der Riss auftrat. Der Rest des Schiffes könnte völlig zerstört sein. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin... Müssen Sie schon Spock fragen, wenn er denn wieder mit Ihnen redet. Red ich nicht mal mit mir. Hula, redest du mit mir noch? irgendwelche Ideen, Lieutenant? Ich habe jetzt schon Angst, gefragt zu haben. Ja, das glaube ich. Es ist mir schon beim letzten Mal nur mit Mühe und Not gelungen, die nötigen Verbindungen herzustellen, Gap. Im Kopf oder was? Die Kommunikationssysteme sind jetzt völlig unbrauchbar, genau wie meine Stimme inzwischen heißer ist. Wir können versuchen, Codes in das Computerarchiv einzugeben und die Empfänger anzuweisen, uns Nachrichten zukommen zu lassen. Ja, das könnten wir machen, aber im Übrigen müssen Sie ja sagen, was ich zu tun habe hier. Außerdem habe ich jetzt gerade mein Schminketree ausgepackt und keine Zeit mehr für Sie. Das ist ein guter Tipp gewesen. So, was ist er für einer hier eigentlich? Gell? Irgendwelche Ideen, Mr. Johnny Walker? Fenrich Walker? Jetzt aber. Ich bin Sicherheitsoffizier, Sir. Keine Ideenmaschine. Wir konnten hier doch Sonden zu diesen Riesen rausschicken. Errissen, meinte ich. Vielleicht fänden wir heraus, ob sie sich bewegen und ob wir uns für die Reparaturarbeiten hier aufhalten oder lieber weiterziehen sollen. Ja, ich weiß nicht, was da ist. Ich auch nicht. Zusatzbericht, Mr. Shekhov. Captain, die Navigationssysteme reagieren nicht. Die Schaltkreise sind so starr und unbeweglich wie ein Staliniste. Mhm. Wie ein Staliniste. Klar. Klar, das. Und Kirk fragt sich, was ist denn Stalin? Gell, welches Jahrhundert war denn das? Zustandsbericht, Mr. Zombie. Schon wieder. Hey, der Steuerbereich reagiert nicht, Captain. Die Kontrollen sind völlig tot. Ja, ich sage nichts mehr. Ich will nicht mehr mit Ihnen verkehren. Ich bin innerlich tot und ich verpiss mich jetzt. Ihr habt abgepfeifen. Oh, die kommen alle mit. Guck mal. Rudelsaufen. Rudelbildung. So, er sitzt fest, wer auch immer. Auf diese Weise kommen wir nicht raus. Wer ist er, die Enterprise? Das ist ja wie bei den Dreharbeiten, ne? Richtig. Ja, alle laufen gegen die Tür und bomben. Ach, die Tür ist kaputt. Ja. Tja, da hilft bloß einer, ne? Face-Off-Betäubung. Spock, brechen Sie die Tür auf. Ach so. Und was soll ich da für Sie tun, Captain? Soll ich etwa meinen Griff anwenden? Eigentlich wollten wir Sie als Rambock. Eigentlich wollten wir Sie Ihren Kopf als Rambock verwenden. Ich dachte, ich soll eins werden mit der Tür. Wir haben nicht mal Gegenstände. Kann ich hier im Logbuch was machen? Logbuch des Captains Zusatzvermerk. Die Brücke versinkt im Chaos. Und wir haben ein wenig Hoffnung auf sofortige Abhilfe. Vor allem haben wir Pille gar nicht da. Das ist ja echt langweilig ohne die. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, Spock, jetzt redet er wieder mit mir. Captain. Ich glaube, ich beantrage jetzt Urlaub. Ja. Ich kann die Sensoren so einstellen, dass sie die räumliche Spalte erkennen können. Auf diese Weise können wir die Enterprise sicher darüber hinweg manövrieren. Hier sind die Sensoren allerdings zu stark beschädigt. Das sollten Sie bedenken. Ich muss so schnell wie möglich an die Hilfssteuerung herankommen, um die Systeme umzuleiten. Und wie geht das? Keine Ahnung. Mr. Spock, die Schotten sind direkt vor der Brücke durchbrochen worden. Die Schotten, meint ihr seinen Stamm, oder wie? Das ist so dummes Deutsch vor allen Dingen auch. Eine Stunde dauern, bis jemand die Brücke verlassen kann, es sei denn, sie lassen sie beamen. Beamen! Können wir irgendwas rufen? Wenn ja alles voll im Chaos versinkt, dann ist Beamen wohl nicht so eine gute Idee. Können wir Spock rumfummeln lassen? Gap? Ach so. Ich habe bereits gesagt, dass sie nicht funktionsfähig sind. Ich könnte ja eventuell die Stützsysteme der Hilfssteuerung verwenden. Ja, das war auch mein Plan, ne? Okay, komm doch. Dann ran, Uhura. Ja, dann tu das doch. Nein, das tue ich nicht. Tu es.
Nein. Achso, Spock muss selbst machen. Ja, dann ran da an deinen Pult. Ja, hat gerade zu dir gesagt, er ist so. Hostet. Ja. Cap, das Computerarchiv ist aktiviert. Offenbar wurden die Schaltkreise von der Explosion verschont. Das ist doch mal ein Anhaltspunkt. Finden Sie nett, wa? Ja. Ach, es geht weiter noch, super. Captain, es ist mir gelungen, eine Nachricht in das Computerarchiv einzuprogrammieren. Sobald jemand den Computer verwendet, erscheint unser Notsignal. Es müsste dieser Person möglich sein, eine Antwort in den Computer einzugeben, die wir dann erhalten. Verzeihung. Gut, hat er es jetzt gemacht, ja? Was machen wir jetzt? Wieder mit dem anderen reden? Oder warte, ich probier's einfach mal. Wen nehmen wir zuerst? Chekhov. Das hatten wir schon. Ja, stimmt, das hatten wir schon. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ich glaube, wir hatten schon mit allen geredet, wa? Ja, ich glaube schon. Spock hier nochmal, komm. Ah, gut. Captain, die Transporter sind funktionsfähig. Ich ersuche sie um die Erlaubnis. Er sucht um die Erlaubnis, also echt. Ja, das ist so bei mir, ja. Hallo? Sie verwenden zu dürfen, damit ich jetzt dann so und so schnell wie möglich anpasse. Eigentlich müsste man noch eine Unterschrift verpassen, aber ich bin da gut drauf heute. Hüp! Machen Sie schon, Spock. Nein, Spock, ich gehe zuerst. Ja, wie sollen wir machen? Ihn oder mich? Ja, wie du möchtest. Ich würde dir gerne meinen ersten Offizier vorschicken. Ja, weil du Angst hast. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Kann man bestimmt auf beide Arten lösen. Ich bin Captain, ich muss zuerst. Scheiße. Captain, das ist unlogisch. Ihr Leben darf nicht gefährdet werden, da ihre Position zu wichtig ist. Die Situation verlangt meine sofortige Einflussnahme. So. Aber der Spock ist doch noch wichtiger als Kirk. Aber Scott sagt das ja auch. Spock hat recht, Captain. Es gibt ja wieder wir 10 müssen ihn schnell loswerden. Es gibt zwar wieder 10 Minuspunkte wahrscheinlich, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Ja, na gut. Dann hau ab hier. Oh oh. Oh nein, Spock. Spock. Nein. Was ist das denn? Hast du das gesehen? Das war Spocks Seele wahrscheinlich. Ist ja eklig. Diese ja. Paar Zentimeter zu kleine. Jo, wer kennt sich noch mit Technik aus? Scotty vielleicht? Ja, ich beam den auch noch weg, dann genau. Ach, guck mal, Sulu springt ein. Ich kann mich drum kümmern. Ah, nee, bist du. Nee, bin ich auch. Bist noch. Du, ja. Na. Schlechte Form von Sulu. So. Vor allem ist es so klein, der Asiate ja? Kann sich ruhig opfern. Ich schließe ihr Logbuch an den Computer an. Sie müssten eigentlich gesprochene Mitteilungen empfangen können. Ja. Oberst Keil, wer ist das denn? Keine Ahnung. Ach, das ist bestimmt ein Funkspruch, wa? Captain, es ist uns notdürftig gelungen, durch den Turbolift der Brücke ein Evakuierungsrohr bereits herzustellen. Es müsste möglich sein, es so lange in einer stabilen Position zu halten, bis sie evakuiert worden sind. Ja. Denn Rinder, oder was? Nee. Doch, jetzt geht's wieder. Da passen wir gar nicht alle Rinnen. Oh Gott. Ja, gell? Okay. Dann machen wir jetzt eine Schwulenparty. Na lecker. Na, eine Frau ist ja mit bei. Oh, komm jetzt überall hin hier, guck mal. Brücke, Zusatzsteuersystem, Transporterraum, Lazarett, Maschinenraum und nichts. Wo gehen wir zuerst hin? Ist eine Pille. Pille. Lazarett. Nicht zugänglich, cool. Ah. Computerlogbuch der Enterprise. Nachdem wir uns mit Rekordern und Phasern ausgerüstet haben, suchen wir nun einen Weg, Spock zu finden. Ja, nicht wirklich, uns zurückzuholen. Ich habe beschlossen, dass der beste Ausgangspunkt dafür. Captain, aua, das habe ich gehört. Aua. Oh, verdammt. Oh Gott. Ja. Captain, ich sehe es gut, dass wir die Soul-Triebwerke ausgeschaltet haben. Geben Sie mir jetzt endlich meine Dialekt zurück. Wie schlimm ist das, Scuddy? Ganz schlimm ohne meinen schottischen Dialekt. Diese Explosion war um 42% stärker als die in der Nähe der Brücke. Unsere linke Soulzelle ist funktionsunfähig. Captain. Ist nicht Pille die linke Soulzelle? Wer ist dann die rechte? Spock. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Halten Sie mich auf dem Laufenden, Mr. Scott. Kirk, Ende. Was kommen wir jetzt? Ändern wir erstmal McCoy.
Enter, McCoy? Was ist der für Folterinstrumente hier? Oh Jim, ich lasse dich 5 Minuten lang allein und du richtest nichts als Chaos an. Das ist ja gerade richtig, ne? Aber diese Folterinstrumente, guck das mal an. Ne? Ja, das waren wahrscheinlich sein erstes Ärztebesteck aus dem Spielkasten oder so. So, Spock, wie ist Spock, sag ich schon. McCoy, wie kannst du uns helfen? Ja. Kann er uns überhaupt helfen? Jim, was ist hier los? Ich hatte schon angenehmere Aufenthalt im Höhenangst-Testrad der Starfleet. Aha. Du, wir haben Spock geopfert.